Ja, einen wunderschönen wünsche ich euch. Mahlzeit, guten Tag. Schön, dass ihr wieder am Start seid hier bei Farming Simulator 22, Folge 18. Ganz genau, cool. Jo, ich hoffe, es geht euch soweit gut. Danke der Nachfrage, mir geht's auch soweit gut. Supi. Gut, haben wir geklärt. Also, ich habe hier... Nein, stopp, nicht ich, sondern wir haben ja in der letzten Folge komplett damit verbracht, hier neue Geräte und Traktoren, blablablub, ne? Also unseren Fuhrpark mal ein bisschen aufzuwerten. Und ich habe am Ende der Folge auch noch erzählt, dass ich hier nach einer Erntemaschine gucken wollte, die schon hier von New Holland ist, aber ein bisschen besser ist als die Standardversion, die das Spiel hier vorgibt oder halt anbietet. Vorgeben ist falsch. Also das hier anbietet, und ich habe kein besseres Modell gefunden in der Größe. Deswegen hier das Standardmodell CH7.70 mit dem Schneidwerk hier. Muss hier natürlich auch hier so ein kleines Vehikel für kaufen, damit das Ding auch drauf liegt. Gucken wir mal kurz, welche Größe, welche Breite das Teil hat. Hier, das Schneidwerk ist bei 8,5 Meter. Ich habe ja zu Anfang mal, ich glaube, ich habe das in der letzten Folge angedeutet oder sogar direkt angesprochen, dass es mit den längeren Schneidwerken, also mit den breiteren Schneidwerken, ein Problem geben könnte, hier um die Ecke rauszukommen. Wird schwierig. Alternativ fertig können wir dann, aber das ist Zukunftsreden, was jetzt kommt. Alternativ könnten wir natürlich, ich fange anders an, für die Zukunft, wenn das Ganze hier ein bisschen ausgebaut ist und so weiter, dann wird natürlich die Erntemaschine hier nicht so stehen bleiben. Wir werden uns dann noch einen anderen Ort suchen, da werden wir uns dann, keine Ahnung, platzieren oder sowas, wo es eben halt besser ist für die Geräte hier, und dann können wir uns auch eine größere Erntemaschine kaufen und ein größeres Schneidwerk passend dazu. Alles noch in der Zukunft, kein Stress, kriegen wir schon irgendwie alles hin. Gut, also, was machen wir heute? Wir machen heute den Auftrag fertig, den ich im Offline-Modus angefangen habe. Jetzt sitzen wir hier im... So, in Europa Tiger 6XL ist schon auf 91%, man kann es lesen, gut, auf 91% gefüllt. Da hinten steht ein Traktor. Hm. Hier hinten steht ein LKW. MAN DGS 18504x4. Ich drehe heute durch. Der ist allerdings auch schon voll. Sehe ich gerade. Und ich muss mal kurz eben in den Einstellungen was machen. Warte. Wo ist es? Hier, Lautstärke. So, damit wir auch hier ein bisschen Soundgeräusche, Motorengeräusche haben und so weiter und so fort. Ne? Nicht nur die Musik, sondern auch ein bisschen an Ingame-Sound. Ah, guck mal, da ist der Motor. Traumhaft. Schön. Okay. Ah, doch, arg laut, ne? Ah, das passt schon. Gut, so, also wie gesagt, 99%, da passt nicht mehr, jetzt habe ich den Motor ausgemacht, warum auch immer, da passt nicht sehr viel rein, aber wir können die, okay, der wuppt jetzt aber ganz schön, ich weiß auch, woran es liegt, ich zeig's gleich. Wow. Nein, kurz hier ranwuppen. Mit Auge. Mhm. So. Das war jetzt nicht mit Auge. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Natürlich nicht. Ich sag ja, es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Dritter Anlauf. Zweiter Anlauf. Jetzt aber. So, und wie Sie sehen, es geht nichts mehr rein. Hat sich jetzt also nicht wirklich gelohnt, die Aktion, die ich hier gestartet habe, aber egal. So, wo muss das Ganze denn hin? Wir gucken mal ganz kurz in den Auftrag rein. Crystal Union, da muss das hin. Ich habe hier schon 58% abgearbeitet, wie man sieht. Oh, guck mal, Ballenpressen. Geil. So, das müsste dann hier irgendwo mit einem Ausrufezeichen markiert sein. Warte mal, wo sind wir denn überhaupt? Wir sind hier unten. Hier bei Feld 240. Und wir müssen es hier hinbringen.
So, das heißt, von hier, zip, da so längs, zip, hier dann runter. Und weil ich ja ein Freund von Realismus bin, wird jetzt nicht geportet. Nein, es wird gefahren. Eiskalt. Ja, ja. Aber vorher noch, damit wir hier dieses Gewuppe mal irgendwie abstellen. Ne, weil hier, ne, merkt ihr das? So, dieses, ne, er wuppt so ein bisschen. Ich zeig mal, woran das liegt. Ein meiner Lieblingsmod. So, nämlich hier. Hoffe ich zumindest. Eigentlich. Ich habe jetzt darauf gehofft, dass die Kabel hier nicht angeschlossen sind. Die sind aber angeschlossen. Ich gucke mal ganz kurz. Die sind angeschlossen. Kacke. Ich habe gehofft... Okay, dann halt nicht. Gut, dann... wuppt aber echt... Traumhaft. Ja, aber geht so einigermaßen. Gut, so. Denn mal zu. Mit fetten 10 Stundenkilometern juckeln wir hier den Berg hoch. Geiler Säcke. Ich wollte gerade sagen, geiler Scheiß, aber irgendwie habe ich, während ich geiler Scheiß sagen wollte, habe ich gedacht, so, na, geile Sache wäre vielleicht besser, deswegen geiler Sache. So, guck mal, Berg geschafft, traumhaft. Ich habe gerade festgestellt, dass wir hier die falsche Abzweigung genommen haben. Hust, hust. Ich glaube, wir kommen jetzt hier auch nicht rein, ne? Sieht schlecht aus, aber da vorne vielleicht. Mal kurz hoch, mal kurz gucken. Kommen wir hier vorne rein? Nee, das ist wahrscheinlich komplett umzäunt. Okay. Also jetzt nicht komplett, aber halt für die Stelle hier, die ist umzäunt. Das heißt, wir müssen jetzt... zurückfahren. Easy peasy. Ich sollte die Klappe nicht so weit aufreißen. Ich weiß ganz genau, dass früher oder später mir das dann zu Verhängnis werden könnte. Und deswegen... Also es sah sehr leicht aus, es war aber nicht leicht. Ganz und gar nicht. So, hier ist nämlich die Einfahrt, richtig. Hier ist sie. Oh, oh, oh.
Ach, das passiert mir hier immer wieder. Immer wieder. Ich muss hier also langsamer als 30 runterfahren, weil mir bricht dann hier sofort das Fahrzeug aus. Es ist gruselig. So, hier müssen wir nicht hin. Müssen einmal hier so längs. Vorsicht, Obacht. Hallöchen. So, jetzt hier. Upp. Schön laut hier. Oi, oi, oi. Heftig. Das dröhnt aber. Ich sehe gerade, dass ich hier einige Mods witzigerweise aktiviert habe, die ich eigentlich gar nicht mehr drauf haben wollte. Die wurde ich links runtergenommen, aber ich habe sie anscheinend nur deaktiviert. Unten links zum Beispiel. Unten links über der Karte. Das ist die Mod, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, Easy Vehicle heißt die. Easy Vehicle Info, irgendwie sowas in die Richtung. Das ist die quasi, die gefühlt jetzt doppelt drauf ist, weil oben links... warte mal, so jetzt hier da auf der linken Seite seht ihr so ein kleines Fenster, da steht 30... Daneben LKW, der rote Anhänger und eben halt mein Name. Das gleiche gibt's jetzt, oder das gleiche ist auch quasi über der Karte unten links. Da steht jetzt auch 30 Stundenkilometer, irgendwas mit 94% und dann MANG DGS 18.500 4x4. Die untere Mod, also die über der Karte ist, die hätte ich eigentlich deaktiviert gerne deaktiviert gelassen hätten. Oh, das tut weh. Aber jetzt so nachträglich, also ja, ich habe sie nur deaktiviert. Ich habe gedacht, ich hätte sie auch runtergenommen. Na egal. Egal, mache ich das beim nächsten Mal. Und ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, was die 0% da unten auf der rechten Seite zu suchen haben. Die sind mir auch neu. Ach nee, herrlich. Ihr fragt euch bestimmt jetzt so von wegen, warum die Ropa den Inhalt, die Zuckerrüben da jetzt nicht mit, da nicht überlädt. Ja, ich weiß, also jetzt weiß ich, also das weiß ich wieso. Dachte ich. Ah ne, ich weiß es. So. Manuelles Entladen mit I.
macht durchaus Sinn oder ist irgendwie doch, ja nein, 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 es ist wirklich sinnig, dass wenn du jetzt zum Beispiel bei dem Vertrag, bei dem Auftrag, den wir hier haben, hier mit den, ne, dieser hier, da müssen wir, ah, guck mal hier noch mit Details und so weiter, da müssen wir hier, also abgeliefert sind derzeit 356.200 Liter. Es fehlen noch 274.500 Liter. So rum. Jetzt kann man das natürlich dann alles ausrechnen. Man kann das abschätzen. Man kann es abschätzen und man kann es ausrechnen. Wir nehmen das Ausrechnen. Das klingt viel präziser. Man kann das Ganze ausrechnen und dann kann man sagen, okay, pass auf, der LKW darf jetzt nur noch so und so viel Liter haben. Und dann stoppt man das einfach. Man lässt es nicht laufen. Man kann es einfach stoppen. Alternativ müsste man jetzt entweder sofort mit dem LKW dann quasi wegfahren oder die Rohpalt nehmen und damit wegfahren. Irgendwie sowas. Oder halt das... Ich wollte gerade sagen, das Rohr einfahren. Ihr wisst, was ich meine. Ist schön. Okay. Ne, das ist deswegen, das ist hier durchaus praktisch. Gut, okay. Jetzt in der Zeit hat er sich geleert. Ja, der LKW ist jetzt schon bei 66% Füllstand, das passt soweit. Dann drehen wir mal, ich glaube, ich habe genau, ich habe es so angesetzt. Also ich habe schon so weit, das Vorgewinde, was ich gemacht habe, ist so weit, dass man jetzt quasi mit diesem Advanced Vehicle, dem hier, automatisch quasi jetzt fahren kann, ohne korrigieren zu müssen. Ich glaube, das Vorgewinde für die Europa sind ungefähr, glaube ich, habe 8 Reihen genommen. Also ist schon ziemlich heftig, aber es müssten 8 Reihen gewesen sein. Ja, doch. Achso, das hier mache ich übrigens gerade nicht, ne? Ich habe jetzt nur den Rückwärtsgang eingelegt. Der Advanced Vehicle versucht jetzt gerade sich selber einzurichten, was aber schwierig ist, weil ich jetzt hier nämlich auch den Lenkmodus. Hier, Allradlenkung. Das braucht er. Damit kommt er besser klar. Pass auf. Zeige ich mal ihm kurz. So. Ja, jetzt kann er das besser koordinieren, wollte ich gerade sagen. Also besser einrichten. Schwups. Und los geht's. Mir fällt gerade ein, wir brauchen ja noch ein Bild für unser Portfolio. Nehmen wir mal das hier. Das ist doch gut. Ne? Ja. Dann mal eben kurz das HUD deaktivieren. So. Screenshot. Wieder aktivieren, einsteigen und weiter geht's. Schön. Okay, das ist vielleicht... Oder ich habe das noch nicht ganz richtig eingestellt. Moment. Vielleicht hat das was mit dem Lenkmodus zu tun. Der ist ja jetzt gerade auf Allradlenkung. Ich ändere das mal eben kurz. Auf Wendefahrt. Da müsste er, glaube ich, die Kurven enger fahren können. Dann muss er die Kurven enger fahren können. Da könnte er die Kurven vielleicht enger fahren. So ist richtiger Deutsch. Ich merke selber,
dass umso älter ich werde, schlechter Deutsch spreche. Das ist unfassbar. Das ist unglaublich. Ich glaube, ich werde wohl in Zukunft, irgendwann, ich glaube ja, irgendwann wird der Moment kommen, wo ich auf die Technik hoffe, die quasi für mich dann das Sprechen übernimmt. Was ja jetzt schon teilweise der Fall ist, ja, wenn man sich zum Beispiel den, ich sag mal, Google-Übersetzer reinpfeift, da brauchst du das ja nur reinzuschreiben, und wenn dein T9, wenn das T9 eben halt dann auch mitspielt, dann ist das kein Problem, dann lässt du das Geschriebene quasi vorlesen von Google, von deinem Handy halt, und dann läuft das halt schon sehr gut. Deswegen, also kommunikationspragmatisch würde ich mal sagen, dass ich, selbst wenn ich irgendwann wirklich nicht mehr in der Lage sein sollte, vernünftig Deutsch sprechen zu können, kann ich mich immer noch auf Google verlassen. Krass. Aber guck mal hier, guck mal. Yo, schönes Ding. Herrlich. Tada. Okay, also das heißt, Lenkmodus, Wendefahrt, wenn er hier logischerweise immer hin und her fährt. By the way, 53%. Ich hätte abladen müssen. Kacke. Und ich... also jetzt mit dem voll bepackten... Na gut, der ist ja nicht voll bepackte LKW, aber trotzdem mit dem voll... halb voll bepackten LKW-Dingsbums Mittelkirchen aufs Feld zu fahren, ist auch nicht so gut, weil der sinkt nämlich dann. Herrlich. Schön. Ja, das heißt jetzt... ich lasse den jetzt noch mal kurz durchfahren. Der wird dann irgendwann abbrechen. Aber das passt schon. Also was heißt, der wird abbrechen? Der wird dann irgendwann das Schneidwerk nach oben hieven und dann straight durchfahren. Weil er nämlich voll ist. Und schauen wir mal. Hm, sieht doch eigentlich ganz gut aus. 95%, ja, 96, das geht, supi. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier gibt es übrigens auch noch einen kleinen Trick, wenn man wirklich darauf besteht. Ich setze nochmal kurz auf Allrad. Wenn man darauf besteht, so realistisch zu spielen, dass man auch hier die Außenperspektive nicht nutzen möchte, gibt es hier einen kleinen Trick. Ich mache mal eben kurz so die Anzeige vom Advanced Vehicle aus. Und zwar nämlich mit der Taste F5, glaube ich, ist das. Kann man hier nämlich so Rasteranzeigen darstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das nennen soll. Davon gibt es verschiedene, ich glaube drei insgesamt. Drei verschiedene Grafiken, Anzeigen. Nochmal kurz. Oh, vier. Vier Anzeigen gibt es. Jetzt ist es weg, genau. Also ich benutze immer sehr gerne die hier. Weil ich eigentlich so gut sehen kann. Pass auf, ich zeig das mal kurz von außen. Hier. Dieser gelbe Bereich. Ja, kann man das so? Oder so. Also,
die. Ich will nicht sagen, das Rohr, das Fließband. Das Band hier ist in so einem gelben Bereich. Seht ihr das? Das seht ihr, ne? In diesem gelb markierten Quader, Dingsbums. So. Optimal wäre es jetzt, wenn man dann eben halt im Cockpit guckt, aus dem Cockpit guckt. Es ist jetzt hier das Stück. Jetzt kann man so ein bisschen abschätzen, beziehungsweise man kann auch gucken, dass der LKW, der Anhänger, jetzt genau in diesen Quader reinkommt. Der muss in diesen Quader reinkommen, weil dann ist man nämlich in dem Bereich, dass man abladen kann. Das probieren wir mal eben ganz kurz, ob das so funktioniert, wie wir das gerne hätten. So, ich setze nochmal neu an. So, jetzt mal ein Stück vorfahren. So. Ja, der ist jetzt, müsste jetzt drin sein. Mal gucken, ob es funktioniert. Gucken, ist er drin? Ah, okay, er steht noch zu weit weg. Gut, okay, das heißt, wir korrigieren das nochmal ganz kurz. So, jetzt steht er richtig. Weil jetzt hat sich nämlich oben auch die Anzeige geändert, oben links. Moment, ich muss mal kurz... So, jetzt nochmal so. Jetzt steht er gut. Okay, jetzt kann ich I drücken. Und er entlädt. Ja, seht ihr das? Jetzt ist der Truck, der Truck, genau, jetzt ist der Truck nämlich genau, oder, naja, nicht ganz genau, aber er ist jetzt innerhalb dieses Quaders und so kann man vom Cockpit aus auch gut quasi hantieren und gucken, wie man am besten positioniert ist. Man kann es natürlich auch ohne Anzeige machen, ist kein Ding, aber da muss man dann schon ein bisschen rumfummeln. Also ich finde das so ganz praktisch. Es ist noch praktischer, wenn man jetzt mit einer Erntemaschine durch die Gegend fährt, wie mit den New Holland zum Beispiel. Da kannst du dann von außen schön sehen, vor allen Dingen als Abfahrer dann, in welchem Bereich du dich aufhalten musst, sodass die Erntemaschine direkt abladen kann. Ich zeige das mal kurz aus der Sicht des Trucks. Steigen wir mal kurz hier ein. Wir fahren mal eben zurück. So. Das ist dann nämlich noch besser einzusehen. So. Hier. Das ist jetzt diese gelbe, ne? Diese gelbe Markierung. Die seht ihr. Und da muss der Truck jetzt... Also da muss der Truck jetzt quasi rein. Und dann kann man das so auch gut abschätzen. So. Na, guck, jetzt steht er zum Beispiel richtig gut. Also schlussendlich ist es mehr eine Orientierung für die, die dann eben halt abfahren. Das ist eine bessere Orientierung. Aber gut. So. Das nur mal so am Rande. Gut. Können wir jetzt ja wieder losfahren. Oh, warte mal. Motor aus, ganz wichtig. So, schups. Ja, warte mal, eigentlich müsste ich jetzt... Ja, ich muss jetzt hier nochmal kurz dann reinfahren und dann wenden. Weil wenn ich jetzt nämlich auf... hier auf das Feld mit dem Anhänger fahren würde, dann würde der einsacken und ich würde dann nicht wieder wegkommen. Oder gilt das nur für die Zugmaschine? Ich will kein Risiko eingehen. So, dann schauen wir mal. So. Und Abfahrt. Ja. Ja, besser wäre es natürlich, wenn man das hier mit mehreren macht, weil man merkt es selber so. Alleine ist das hier extrem aufwendig. Und ja, naja, was soll man machen? Diesbezüglich übrigens mal ein kleiner Aufruf.
Ich habe ja in der letzten Folge mal angedeutet, dass ich auf einem Multiplayer-Server unterwegs bin. Falls ihr Interesse habt, so vom Wegen, falls ihr auch Farming Simulator spielt und ihr habt irgendwie keinen Bock, das irgendwie alleine zu spielen, aber ihr habt bis jetzt nicht so richtig die Möglichkeit oder so die... Oder ihr habt euch nicht getraut oder wie auch immer, ihr wollt mal mit anderen Leuten zusammenspielen und so weiter, kann ich euch einen Server empfehlen. Kann ich euch eine Gruppe empfehlen, in der ich drin bin. Ist ein verfluchter Sauhaufen, aber das macht unglaublich viel Spaß, mit den Leuten zu spielen. Wir nennen uns die Hofpoeten. Falls ihr Bock habt, ist es kein Zwang, falls ihr Bock habt, könnt ihr mir gerne mal schreiben, von mir aus in die Kommentare klatschen oder mir privat schreiben. Müsste auf meinem Kanal müsste auch irgendwo der Link zu Twitter zum Beispiel geben. Also irgendwo, wo eine Kontaktmöglichkeit ist, knallt es rein. Schreibt mich an, wenn ihr Bock habt, dann setzen wir uns kurz zusammen und dann können wir ja mal gucken, wie ihr dann oder dass ihr dann auf den Server kommt und eben halt dann auch ein bisschen mehr Spaß habt, als das Ganze immer alleine zu spielen. Ist ein Angebot meinerseits. Ihr müsst es nicht annehmen. Könnt ihr dann entscheiden, wie ihr wollt. Das nur mal so am Rande. Wie gesagt, Hofpoeten. Und wenn ihr Bock habt, dann schreibt mir und wir gucken mal, wie ihr wann dann so auf den Server kommt und mit uns dann zusammen Spaß habt. Jetzt habe ich das schon doppelt gesagt. Egal, doppelt hält besser. Ihr habt es, glaube ich, gerade ein bisschen gemerkt, oder? Wie ich so ein bisschen den Kopf bewegt habe, obwohl das eigentlich total unlogisch ist. Ich weiß auch nicht, das ist... Ich weiß nicht, wo ich das hergeholt habe. Vielleicht habt ihr dieses Problem auch, oder ihr kennt Leute, die auch dieses Problem haben. Wenn ihr zum Beispiel Filme guckt oder sowas, generell, oder irgendwelche Spiele spielt, sagen wir mal irgendwelche, Ego-Shooter, sage ich jetzt einfach mal, wo ihr dann so ein bisschen, wo ihr dann an einer Ecke steht und um die Ecke gucken müsst. Im Spiel. Und ihr spielt das so, ne, nicht hier mit 3D-Brille und Co., sondern wirklich so auf Monitor. Wenn ihr auch zu den Leuten gehört, oder zu den Leuten gehört, doch, wenn ihr doch zu den, ne, also, wenn ihr zu diesen Leuten gehört, die, obwohl im Spiel schon um die Ecke geguckt wird, ihr trotzdem immer noch so ein bisschen den Kopf dann zur Seite neigt, um noch mehr sehen zu können. Oder mehr sehen zu wollen, macht euch keine Sorgen, das ist stinknormal. Keine Panik. Keine Panik, ihr seid nicht bekloppt im Kopf. Also nicht deswegen. Ihr seid vielleicht bekloppt im Kopf, aber nicht deswegen. Das ist eine sympathische Charaktereigenschaft. Redet euch die ganze Kacke positiv. Ganz wichtig. Oh Mann. Ja. Aber, würde man sagen, wir sind jetzt auch schon... Ich sehe gerade hier auf meiner Rohdatei, dass wir jetzt bei... Also ich bin jetzt hier bei über 40 Minuten. Ich habe das Ganze natürlich jetzt nachträglich ein bisschen vorgespult, deswegen schöne Grüße an mein zukünftiges Ich.
Wahrscheinlich hat mein zukünftiges Ich in der Postproduktion auch geguckt, dass die Anzeigen, von denen ich erzählt habe, auf der linken Seite, dass er die so ein bisschen in den Fokus gesetzt hat, also rangezoomt hat oder mal eben kurz auf Vollbild und keine Ahnung, ne, Großaufnahme, Detail-Shot und Co. und blabliblub gemacht hat. Um das Ganze ein bisschen zu verdeutlichen von dem, was ich hier so erzähle und erzählt habe. Ja, also, ich fahre jetzt noch zurück und ja, ob wir dann hier mit dem Auftrag in der nächsten Folge weitermachen oder nicht, ich tendiere eher zu nein, dass ich das dann wohl eher im Offline-Modus irgendwie fertig kriegen würde, wollen, gerne tun. Und mit euch zusammen dann eher so das Augenmerk auf unseren eigenen Hof halt gerne haben möchte. Ich glaube, das macht irgendwie mehr Spaß und auch mehr Sinn. Bin ich hier eigentlich falsch abgebogen? Nee, ich bin goldrichtig. Okay. Also, wie gesagt, ich fahre jetzt zurück. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier beim Farming Simulator 22. In der Folge 19. Ich bedanke mich ganz herzlich in diesem Sinne fürs Zugucken. Wie gesagt, wenn ihr Bock auf Multiplayer habt, schreibt mich gerne an. Wir setzen uns dann kurz auseinander. Es gibt jetzt kein Bewerbungsgespräch oder sowas, ne? Also, ihr müsst euch jetzt auch nicht irgendwie so, ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass wir dann auf komplett Realismus und so weiter geschaltet sind. Ganz ehrlich, ich bin der Einzige, der auf realistische Mods besteht. Und da ich in der Minderheit bin mit dieser Einstellung, komme ich mit meinen Wünschen natürlich auch nicht durch. Ist aber auch egal, das passt schon. Ja, also ich bin zum Beispiel der Einzige in der Gruppe. Wir sind aktuell übrigens zu 3, 4, 5. Müssten zu 5 sein. Ja. Habe ich jetzt verzählt? Warte mal. Ne, wir sind 5. Also 5 aktive Leute. Und ja, wir haben natürlich noch Platz für mehrere, ne? Also noch für weitere Leute. Wenn ihr, wie gesagt, Bock habt, ne, dann schreibt mich an und wir setzen uns damit mal ein bisschen auseinander und gucken, wie ihr dann am besten so euren Spaß haben könnt und so weiter und so fort. Umso mehr ich jetzt darüber rede, desto mehr Stuss rede ich, habe ich das Gefühl. Und desto mehr schrecke ich euch davon ab. Und deswegen lasse ich das Thema ab hier. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Sonst wiederhole ich mich hier zum dritten Mal. Aber ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Bleibt entspannt, bleibt schön chillig. Ja, und ganz wichtig auch natürlich, in diesen Zeiten negativ bleiben, wenn es geht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier bei Farming Simulator 22. In diesem Sinne, Horido!